Ach, scheiße. Ah, oh, doch, die Aufnahme läuft schon. Ja, aber der war ziemlich kacke. Ja, ich dachte, kannst du richtig einen raushauen. Ja, warte. Gib mal Gas. Zeig mal, was du kannst, Sola. Komm, hau einen raus jetzt. Ach, Mann. Ah, weiß ich nicht. Es gibt eher so eine... Oh mein Gott! Okay, der war's. Damit herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video hier auf diesem Kanal. Mein Name ist Kale. Neben mir sitzt Sola. Ihr habt uns schon mal gesehen zusammen. Und ja, nächste Zeit sowieso, ne? Da könnt ihr euch mal auf was freuen. Denn Sola und ich, wir haben uns was ganz, ganz Tolles überlegt. Ja. Aber... Wir spielen League of Legends. Ja. Okay. Das, aber okay. Heute wollen wir, ihr seht es vielleicht schon am Titel, den guten ADTF mal auspacken. Und wer wäre da ein besserer Coach als The Master himself, Alter? Master leider nicht mehr, aber... Ja, ach so. Oh, das war, sollte ja gar kein Tiefschlag sein eigentlich. Aber erster Strike, hallo. Du warst ja jetzt ganz lange im Urlaub, hast viele Kulturen kennengelernt. Unter anderem, ja, du hast ganz oft irgendwelche Früchte gegessen, habe ich gesehen, deine Stories und so. Folgt Sola auch mal auf Instagram. Da könnt ihr ja mal ganz viele tolle Sachen sehen. Ich dachte mir, jetzt nächste Woche geht's erstmal wieder in Urlaub, also. Ja. Ich bin jetzt auch schon wieder eine Woche hier. Das schön. Reicht noch langsamer. Aber es wirkt immer so wie ein Meme, aber ich meine, du kommst ja auch immer ins Büro, machst so eine Sache und gehst dann. Ja, ich mache halt viel von zu Hause, ist halt wirklich immer so. Ja. Aber dementsprechend spiele ich natürlich auch aktuell ultra garbage. Das heißt, bin ich in einer sehr guten Position, um dir ein bisschen was beizubringen. Ja, perfekt, ich freue mich. Aber ich dachte mir halt, TF ist halt einfach ein Champion. Wenn man sonst nichts im Leben reißt, dann kann man mit dem auf jeden Fall trotzdem Spaß haben. Das war auch mein Motto, deswegen habe ich ihn auch angefangen zu spielen. Ja. Ist toll. Ist ein bisschen so wie die Story zu mir und Max. Ich habe ja alleine nichts auf die Reihe gekriegt, jetzt lutsche ich bei ihm und jetzt läuft's. Ja, genau. So, Abfahrt. Hier, Tristana, 15-4-2. Ist mir zu dunkel, ich kann ja gar nichts erkennen gerade. Das sieht man noch, nee, hier. Ich sehe leider überhaupt. Guck da mal hin. Ich würde auch noch, jetzt wo wir schon mal in der Champions League sind, die schwierigste Spielphase mit TF ist eigentlich die Champions League. Weil du halt hoffen musst, dass dein Team das akzeptiert. Okay, dann das heißt, ich hover es jetzt nicht. Also das ist die schwierigste Phase, wenn du es irgendwie hinkriegst, dass die Leute dich nicht flamen und deinen Pick akzeptieren. Deswegen ist Last Pick auch immer ganz geil. Aber ich bin zuversichtlich, absolut. Das ist geil an diesen neuen Studios, ne? Du kannst halt wirklich... So, Kalle, geh mal Last Hit. Ich wollte gerade erwähnen, Gender ist übrigens nicht der beste Support für dich, aber es geht schon. Jetzt lock ein. Zack. Ich glaube, in der Elo, was bist du gerade? Silber 3, ja, 84 LP. Da akzeptieren die das, glaube ich. Okay. Mit Master Yi und Katarina ist aber ziemlich geil. Wir müssen jetzt an den Runen, genau. Okay. Wir können Option, ich will wenigstens ein bisschen Damage machen gehen. Ich glaube, wir haben nicht so viel Zeit. Oder Option, ich will einfach nur... Also nicht rein trollen, aber einfach nur die Gegner trollen. Nee, ich will schon auch, also so wie du ihn spielen würdest, würde ich sagen. So wie ich ihn aktuell spielen würde. Okay, dann geh Komet, Sorcery. Mitte, genau. So. Komet. Mach mal, drück mal da unten. Genau, das ist besser. Komet, Mana Flow Band, Mitte. Links. Und ja, da kannst du dir jetzt aussuchen, worauf du Bock hast. Ich würde aktuell auf Kekse gehen, Inspiration. Ja. Kekse und Boots. Genau, dann nimmst du zweimal links, genau, zack, zack, und gucken, was die gleich so einloggen, ne? Erklären euch trotzdem nochmal, warum wir das jetzt hier gewählt haben, für die anderen. Also, für mich ist natürlich völlig klar. Natürlich, natürlich. Ja, es ist halt einfach ein bisschen Damage, ein bisschen und, ja, nimm ruhig Rüstung, ist okay. Ein bisschen Damage, mehr Mana ist halt ganz geil, weil du halt wenig Mana-Items baust. Cooldown Reduction einfach für Early Pressure die Boots, beziehungsweise die Cookies eher, damit du ein bisschen besser auf die Lane kommst. Scorch ein bisschen mehr Lane Damage, Komet ein bisschen mehr Lane Damage, Mana Flow Band, damit du einfach mehr Karten werfen kannst. Cooldown ist immer geil. Also, da gibt's keine Klade. Ich glaube, du kannst gefühlt 15 verschiedene Rune Pages auf TF nehmen. Pulsfeuer ist ein ganz guter, würde ich sagen. Machst du auf jeden Fall schon mal nichts falsch mit. Und bin ich mal gespannt, ne? Du musst jetzt wählen. Willst du Tür 1 nehmen? Da kannst du wirklich komplett auf Utility gehen. Also du gehst wirklich nur auf die Karte und machst gar keinen Damage, aber musst dich dafür halt auch wirklich auf nichts konzentrieren, außer die Karte richtig zu setzen. Oder du gehst noch so ein bisschen Damage-mäßig, musst dann aber auch diese QW-Rotation halbwegs hinkriegen. Worauf hast du mehr Bock? Also ein bisschen Challenge hätte ich schon Bock. Also ein bisschen Damage schon? Ja. Okay, dann gehen wir halt so eine Mischung, so AP und Utility. Weil früher bin ich ja wirklich so Firecan, Trinity. Da gibt es noch einen Clip, wo Nowhere mich halt weggeflamed hat deswegen. Und den habe ich mir ein bisschen zu Herzen genommen, deswegen gehe ich jetzt wenigstens ein bisschen auf AP. Ihr geratet öfter aneinander, oder? Verstehe ich jetzt nicht, was das meint. Was meinst du? Da dieses eine Mach doch mal die Augen auf Ding, das war doch auch gegen Nowhere, oder? Weiß ich jetzt nicht, was meinst du? War das nicht das Spiel, wo du mit Flash gespielt hast damals? Mit der Wasserflasche über deine Tastatur und den ganzen... Ich weiß jetzt nicht, worum wir reden, ist ganz ehrlich. Also, es ist auch schon relativ lange her. Ich spiele ja viel Games, von daher habe ich das dann jetzt. Ist nicht so in Erinnerung geblieben? Ach nee, das ist jetzt auch nicht so ein nennenswertes Spiel gewesen an der Stelle. Also. Da hast du doch am Anfang mit der Sieben. Jetzt reicht's, Kalle! Konzentrier dich! Gut, ich gehe jetzt also auf W first. Richtig, du maxst auch W zuerst. Mhm. Da wir ein bisschen auf AP gehen, ich hatte es tatsächlich eine Zeit lang gesagt, dass ich Q gar nicht geskillt habe, aber da wir ein bisschen auf AP gehen, ist der Spell sogar gar nicht super useless, sondern es geht. Aber W maxst du halt, weil da einfach die Stun-Duration hochgeht, das ist halt übel geil. Mhm. Und itemtechnisch, entweder du kannst wirklich Firecan rushen, mit einer Jenna ist es aber, denke ich, nicht so geil. Also du kannst hier First Item,
Ja, noch so ein Dudens kannst du dir da, glaube ich, schon reinschieben. Okay, also gehen wir gar nicht so auf Auto-Attacks tatsächlich. Es wird kein, es wird kein typischer AD-Carry. Nee, das ist halt scheiße. Ja. Und im besten Fall, was du halt auch machen kannst, ist, du wirfst die Red Card und macht der AOE-Schaden. Ja. Die wirfst du quasi auf einen Minion, wo der Djinn in der Nähe steht, am besten pokst ihn damit, da kriegst du einen Mana-Flow, wenn du pokst, der Komet knallt ihn in die Fresse. Du hast schon eure Red Card, da kannst du alle drei gleichzeitig lassen. Warte, jetzt. Oh! Das ist halt wirklich super. Vor allem das Bonusgold geht dann ja hoch, ne? Ja, genau. Du willst nicht traden, wenn der Djinn seinen vierten Shot hat. Ja. Und du willst nicht traden, wenn Bart und Djinn dich attacken können. Und jetzt aktuell, du hast noch gutes Mana, also du kannst gerne Red Cards mal ein bisschen häufiger spammen, damit ihr halt nicht so hart reingepusht werdet. Ihr wollt ungefähr, dass die Wave so in der Mitte bleibt, weil dann gewinnt ihr die Poke Trades. Okay. Ich bin jetzt genau da. Nicht schlecht. Nein. Aber der vierte Shot, aber ich trade trotzdem. Guck mal, ihr gewinnt die gnadenlos. Verstehe ich gerade nicht so ganz warum, aber. Sehr schön. Genau, Keks wurde used, perfekt. Jetzt wirst du nochmal hart pushen, die Lane, weil die ist so nah, ein bisschen unterm Turret von den Dingern, ist nicht so geil. Schön. Oh ja, oh ne, oh. Pot. Potti. Einfach auch mal ein bisschen dreist in die Gegner reinlaufen, aber halt nicht in beide. So. Ja, ja. Also wenn die dich dann einfach mit allem, was sie haben, anknallen können, ist nicht so nice. Aber mit TF ist manchmal dieses so, jetzt, wenn der Gegner denkt, jetzt dreht er um. Jetzt dreht er sich immer wieder um. Dann so, nein. Oh, Jin. Ja, doch, ihr solltet das schon raus. Das ist schon ultra cocky hier. Geht einfach raus. Die werde ich euch nicht geben, wenn ihr bleibt. Der Bart baitet euch doch. Ping weg. Überraschung. Hat niemand erwartet. Okay, Base oder? Ja. Was kaufen wir uns zuerst? Ja, ist jetzt die Frage, ne? Ist jetzt nicht der beste Backport? Du hast gesagt, ja, kauft. Genau das. Okay. Doch, der war alle Teil-Items davon. Zack, zack und ja, schade. Puh, das war close. Saved. Sind halt mal die dass die ein bisschen down. Die lassen das halt zusammen. Das ist nicht so geil. Guck, die macht das schon wieder. Die macht das die ganze Zeit. Schau, was ist das? Ja, aber muss ich auch ehrlich sagen, ist mir jetzt auch mittlerweile egal. Großartig, schön gemacht. Hast du wegen hier gucken? Ja, hör mal, ist eine Karte. Oh, sag mal den noch. Das kleine Stunker. Ja, ich wollte schon. Oh. Hier. Oh. Das könnt ihr machen. Du hast noch Stunker? Das kleine Stunker. Ja, hab ich nicht. Oh, ja, Stunker. Das ist ein Stunker. Und jetzt lauf. Mach die Laufkarte. Ja, warte. Stunker hat 2. Oh. Ich glaube, der hätte da sogar nicht. Aber safe ist safe. Das ist auch eine wichtige Mechanik als TF, ne? Einfach wegulten. Das ist ein guter Disengage. Ja, bisher aber läuft es gar nicht so schlecht, wie ich dachte. Ja, du also bist ich halt nur farmtechnisch ein bisschen wie. Ja, genau. Aber es geht echt, ja. Also dafür, dass, wie gesagt, Jenna auch jetzt nicht die geilste Lane ist, die Jenna jetzt auch nicht die geilste Jenna ist, läuft es eigentlich echt nicht so schlecht. Oh, Stunkert. Oh, nee. Was macht denn die Jenna dahin? Eiei. Aber jetzt nicht so gut. Ich hab noch Stunkert gehabt, Alter. Das Problem ist, du hast den Autotech kurz bevor du die Stunkarte hattest, geworfen. Und dann musst du quasi warten, bis dein Autotech wieder ready ist. Du hast halt 0,7 Attacks wieder. Das heißt, du musst 2 Sekunden warten, bis die Stunkarte wieder ready ist. Bleib mal out of vision range. Lauf mal nicht zum Tür. Ja, wobei, doch, lauf einfach rein. Fest. Oh. Stunkarte ist da. Schön. Ja, Stunkarte in 3. Jetzt wieder Stunkarte. Das geht. Aber ich hab den Kill. Das ist gut. Okay, also das Stunkard, ich meine, in dem Moment ist es, glaube ich. In dem Moment ist es egal, aber es geht ja ums Üben. Weißt ja. Weil dieses im Teamfight, während du hektisch auf alles achten musst, auch noch die Stunkard, die rauszuholen, ist halt wirklich, wenn man TF Mechanically irgendwie gut spielen muss, dann da. Aber läuft ja echt nicht so verkehrt. So. Warte auf sie dann ein bisschen. Das bisschen Movement Speed. Achso, ja, also, wie gesagt, das ist noch, ich bin ne, im stetigen Wandel der Item-Build auf jeden Fall. Das ist jetzt aktuell so das Ding, wie ich es mache, weil du dann halt wirklich doch early ganz gut Damage machst, merkst du ja. Sonst hättest du gar keinen Schaden, wenn du jetzt direkt Fire Cannon Rush hättest. Fire Cannon Rush ist halt so ein bisschen für die dumme Sache, wo du halt wirklich einfach nur denkst, lol, wie geil. Aber das ist dann ein bisschen besser, wenn du so einen Brand hast oder so einen Supporter, der quasi für 2 Damage macht. Dann kann man ruhig auch Fire Cannon Rushen, finde ich. Ja. So, und jetzt würde ich sagen, einfach nur noch mit Katarina und Master Yi groupen und die enablen. Kannst du mal wegen Ult achten? Warte, bis er sein Ewig hat, genau. Oh, scheiße. Ja, war jetzt natürlich ein bisschen. Oh, scheiße. Lauf nach oben. Dodge, Denny. Nächste, Stunkert. Ah!
Scheiße, Mann! Aber jetzt weiß ich auf jeden Fall, was du meinst mit dieser hektischen Situation. Mhm. Das Ding ist halt, die Rotation, wie die Karten kommen, ist halt immer die gleiche. Ja, also daran kannst du dich so immer blau, rot, gelb. Genau, also du weißt quasi schon, wenn rot schon da ist, kannst du im Prinzip eine halbe Sekunde später W drücken, weil dann die goldene kommt. So, ich würde natürlich gleich, wenn ich hier fertig bin, wieder zu den anderen gehen. Ja, du wirst dann einfach basically mit dem Feuer erkennen, wenn du jetzt die beiden Minions kriegst. Ja. Jetzt willst du einfach wirklich nur noch groupen und gucken, wo ist meine Stun-Karte gerade am besten aufgehoben. Okay, und also ich muss es auch schaffen, die erstmal zu bekommen. Das auch. Also die erste Frage ist erstmal, wo ist meine Stun-Karte? Bisschen nette Range, oder? Das ist halt wirklich schon... Und von das Ding ist halt ekelhaft. Auch... Das Ding ist halt auch... Erstmal... Aber wenigstens die Linie spielen. Ja. Und die Katharina, die ist ja noch mittendrin, ne? Das war ein ganz guter Infall. Nee, das sind immer so die Situationen. Ich meine auch die Stun-Karte, ja, die hätte ich jetzt treffen können und so. Im Prinzip läuft eigentlich schon extrem gut. Die einzige Kritik, die ich hätte, wäre, dass du keine Stun-Karten triffst. Das ist halt so essentiell, glaube ich, auch bei ETF. Oh, also ich sag mal, als ADK musst du jetzt auch nicht unbedingt rechts klicken. So, jetzt zum Beispiel, da kannst du einfach mal Stun-Karten einfach mal rauflaufen. Einfach mal gucken, was da happen. Ja, guck mal. Zack. Eigentlich kann er Sway in E drücken, hat er rechts geklickt, hat er jetzt nicht gemacht, aber... Ja, aber das ist super stupid, ne? Jetzt ist das wieder Stun-Karte ready und jetzt auch wieder Firecan ready. Und das machst du einfach die ganze Zeit, bis dein Team anfängt, da mal zu followen. Okay, das ist halt wirklich dumm. Es ist übel dumm. Das ist halt wirklich dumm. Ja. Und euer Team ist sogar scheiße dafür. Normalerweise ist es halt geil, wenn du irgendwas Long-Range-mäßiges hast, so mit Xerath, mit Bart oder so. Oh ja, hier ist dann. Und jetzt einfach hinten bleiben, ne? Es geht nicht darum, dass du Auto-Tagst, sondern einfach nur, dass du safe stehst und Stun-Karten setzen kannst. Ja, das war keine Frage. Aber da sind gerade viele Gegner alles deins. Einfach mal gestorben, Alter. Gut Job, Kalle. Gut Job. Ich sehe halt noch so eine leichte Rot-Blau-Gelb-Schwäche bei dir, aber sonst... Das wäre krass, ne? Wenn ich einfach wirklich dumm wäre. Also krank, meine ich. Das wäre krass. hau mal raus. Oh, deiner. Starkes Sturm. Ding. Einfach gestunt. Die wichtigen Stun-Karten sitzen halt auch einfach. Lass mal auf die Katharina gucken, ob du da hinholten willst. Ja, kannst du, glaube ich, machen. Oder? Oh, du hast da gerade das Gesicht. Da würde ich eher laufen. Du machst jetzt nicht ganz so viel Damage. Doch gar nicht, ne? Wir standen einfach so 10 Jahre nebeneinander. Ja. Du bist tot. Okay. So, und jetzt kriegst du aufs Maul. Einfach für den Style. Einfach, gut, einfach für den Style. Ist ja auch gelb. Swag. Oh! Hast du gesehen? Swaggity back. Genau, jetzt sind hier Drive-By. Oh mein Gott, das werde ich doch niemals überleben. Warum mache ich das? Ich dachte, ich komme jetzt... Da jetzt noch die Stopwatch wäre insane. Ja, das wäre wirklich das wär komplett insane. Aber das war jetzt ein kompletter Int. Aber der Rengar kommt jetzt von rechts gleich. Einfach mal die Stun-Karte ready halten für den Rengar am besten. Du machst eh kein Damage am Dash. Du kannst wirklich einfach Stun-Karte ready halten. Für den Baron, genau. Stun-Karte. Oh, warum denn dahin, Alter? Oh, ich habe noch irgendwas bekommen. Ach, den Baron. Okay. Ich sehe noch Raum für Improvement, da bin ich ganz ehrlich mit dir, Kalle. Ja, ich auch. Aber ist für den Start jetzt nicht schlecht. Du hast übrigens den Master hier den Penta geklaut. Von daher alles richtig gemacht. Ja, aber muss ich ganz ehrlich sagen. Sorry, Alter. War ein kleiner Exkurs in die Welt einer anderen Botlane-Form. Vielen lieben Dank an lieben Sola. Wie gesagt, in der nächsten Zeit würden wir beide ein bisschen zusammen Sachen machen, aber ich werde da nicht zu viel verraten. Werdet ihr schon sehen, was da so auf euch zukommt. Ansonsten geht zu Sola auf dem Channel, Alter, und abonniert da mal ordentlich rein. Ne? Und bei mir bitte auch. Ich heiße Kalle. Das guckt ihr gerade auf dem Kanal von Kalle. Es wäre super, wenn ihr... Nur wenn ihr Bock habt. Und schreibt am besten nochmal rein, welche Farbe die Stun-Karte auch wirklich hat. Ja, genau. Schreibt die Farbe der Stun-Karte in die Kommentare für die Interaktion. Ne? Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Bumsen?